Botschaft von deinem Gegenüber. Das will er dir sagen. Da schauen wir heute rein mit Tarot und in diesem Sinne, hello, hello, Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung von mir. Ich schaue heute mal für dich in die Karten und es geht um deinen Herzmensch, deine Twin Flame, deinen Seelenpartner. Wirklich ganz egal, wer das ist, auch das Geschlecht ist völlig irrelevant. Du denkst jetzt mal an eine ganz bestimmte Person und ich bin mir sicher, da hast du jemanden im Kopf, sonst würdest du wahrscheinlich nicht das Video schauen. Aber auch, dass du es schaust, ist kein Zufall. Ihr wisst, ich glaube nicht an Zufälle. Wenn du es angeklickt hast, dann ist hier heute irgendeine Botschaft dabei, die du vielleicht hören darfst oder irgendein Satz, der ja, dir vielleicht den Aha-Moment gibt. Also Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe euch unwahrscheinlich dolle lieb. Vielen, vielen Dank für 20.000 Abonnenten hier auf meinem Kanal. Also Team Sunshine wächst und wächst und wächst und ich bin unwahrscheinlich stolz. Wirklich von ganzem Herzen einmal ein dickes, fettes Dankeschön. Wie gesagt, ich habe euch auch was zurückgegeben. Es gibt aktuell 20% Rabatt in meinem Shop auf alles. Auch auf private Legungen, auf Kristalle, auf Schmuck. Deswegen kleines Dankeschön von mir zurück. Schlag zu, der gilt auch nur noch bis heute Nacht um 0 Uhr. Und jetzt schauen wir rein. Also, wow, 10 der Kelche habe ich unterm Deck. Du bist das Happy End für jemand. Ass der Münzen, hier liegt eine ganz, ganz große Chance. Okay, wir schauen rein und ich bitte um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Du und er, was will er dir sagen? Und bei dieser Legung, meine lieben Freunde, ihr wisst es ja, kann es sein, dass ich zwischenzeitlich wirklich die Perspektive deines Gegenübers einnehme und dann wirklich aus seiner Sicht spreche. Also nicht wundern, für alle, die neu dabei sind, freue ich mich natürlich auch sehr. Ich lege immer aus Sicht einer Frau auf einen Mann und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich bereit? Dein Gegenüber, du denkst jetzt mal an die Person, stell dir vor, wie sie aussieht, sag mal den Namen laut. Hol die Person jetzt mal wirklich in dein Energiefeld, dass sie jetzt ganz präsent ist bei dir. Und wichtig, bei Tarotlegungen auf YouTube immer schauen, ob man in Resonanz geht. Ja, ich will euch nichts einreden, ich will euch irgendwie keine falschen Hoffnungen machen. Ich habe hier heute eine Botschaft und das Universum geht daher und zeigt denjenigen hoffentlich die Videos an, die das sehen sollen. Deswegen bitte seid ehrlich zu euch und guckt, ob ihr in Resonanz geht. Ja, wenn nicht, gar nicht schlimm. Video einfach ausmachen und dann ist die Botschaft für wen anders. Also, was will er dir sagen? Du und dein Gegenüber. Was will dieser Mensch dir sagen? Er arbeitet daran, dir das zu geben, was du verdienst. Er hat das Gefühl, er schuldet dir etwas. Er hat das Gefühl, er ist nicht gut genug für dich. Er hat das Gefühl, du hast einfach was Besseres verdient. Es kann sogar sein, dass dir dieser Mensch das mal gesagt hat. Ich bin nicht der Richtige für dich. Du hast was Besseres verdient. Ach, ich bin nicht gut genug für dich. Ja, irgendwie sowas. Die Sechs der Münzen, das ist ein Austausch, das ist ein Geben und Nehmen. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch hat das ganz, ganz starke Verlangen, das kommt mir hier gerade rein, dir etwas zurückzugeben oder überhaupt etwas zu geben. Und er ist bereit dafür, hier zu investieren. Kann zum Beispiel sein, dass du wirklich viel für diesen Menschen getan hast und da kam wenig zurück, ja, und jetzt sieht er sich in der Verantwortung, hier auch mal was zurückzugeben. Vielleicht wirklich für die einen oder anderen schuldet er dir sogar Geld, ja. Und er arbeitet gerade sehr, sehr hart, um das Geld aufzubringen, damit er die Schulden bei dir begleichen kann. Also all in all, ich habe hier Schulden, er schuldet dir etwas. Und wenn es kein Geld ist, dann ist es vielleicht eine nette Geste, eine Entschuldigung, er schuldet dir etwas. Das kommt mir hier rein. Königin der Kelche. Ja, du warst immer für ihn da. Ja, er will dir was zurückgeben. Ritter der Kelche zeigt sich hier. Habt ihr das gesehen? Manche Karten, ne, die leuchten mir quasi so entgegen. Der Ritter der Kelche
Guck mal hier, der hat einen Strauß Blumen. Und wenn man Blumen verschenkt, das ist ja immer so eine Geste. Ja, man möchte etwas geben. Dem anderen eine Freude machen. Und das habe ich hier. Ah, Sparflamme kommt mir rein. Vielleicht hat er dich lange auf Sparflamme gehalten. Finanziell sieht es, glaube ich, nicht ganz so gut aus bei deinem Gegenüber. Ich sehe auch viel Arbeit, einen vollen Schreibtisch, viele Überstunden. Also deine Person könnte hier wirklich in irgendeiner Form so im Mangel sein. Ja, er denkt an dich. Page de Cash, das ist das Angebot. Und die Acht der Stäbe, das ist die Energie in deine Richtung. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Ein Angebot. Page der Kelche. Ja, das kann eine Einladung sein zum Beispiel. Das kann aber auch eine Entschuldigung sein. Finde ich sehr bezeichnend, dass das jetzt hier fällt. Fünf der Stäbe und der Teufel. Er will dir sagen, dass sein Leben gerade das reinste Chaos ist. Und zudem gibt es eine ganz, ganz intensive Energie. Könnte auch eine Person sein oder zum Beispiel eine Sucht kommt mir rein. Ein Umstand, der ihn komplett in die Knie zwängt. Der Teufel. Der Teufel, diese Energie treibt ihn noch in den Wahnsinn. Mit dieser Energie hat er schon lange zu kämpfen, fünf der Stäbe. Und er schafft es einfach nicht, da rauszukommen, soll ich dir sagen. Er versucht es, wirklich, er versucht es, höre ich. Er versucht hier nach diesem Feuer, nach diesem Ziel, nach diesem, ich habe es geschafft zu greifen, aber er packt es nicht. Beziehungsweise er ist einfach noch nicht mit durch. Es ist, er sagt, dieser Teufel, das ist wie so eine Zecke, die sich festgesaugt hat an ihm. Und es macht ihn wirklich, es macht ihn fertig, es macht ihn fix und fertig, aber er kann nichts dagegen tun. Es kann wirklich eine Person sein, eine Ex-Frau, die ihm die Hölle heiß macht, die ihn gerichtlich verfolgt, ja. Oder aber eine Mutter, die einfach nicht von ihrem Sohn loslassen will. Oder die finanzielle, der Minuskontostand, ja, diese ganzen Kredite, die einen auffressen. Und man arbeitet rund um die Uhr, aber man schafft es trotzdem nicht. Oder jemand hat hier eine Prüfung, die er absolvieren muss, ja, und hier wirklich die ganze Zeit da reinpowert. Also, Leute, wenn ihr in Resonanz geht, dein Gegenüber steckt bis oben hin in der Scheiße, wenn man das mal auf gut Deutsch so sagt. Bis oben hin. Der Stiefel ist vollgelaufen. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, diese Energie kommt hier öfter rein, ja, in unserem Kollektiv. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber hat irgendwie schwer zu kämpfen in seinem Leben und Probleme damit, gewisse Dinge zu bewältigen. Kann auch sein, dass er einfach in so einem toxischen Lebenszyklus drinne steckt. Zum Beispiel die Familie will dies und das von ihrem Kind. Ja, tolle Wurst. Und dann wird er Anwalt, weil die Eltern schon Anwalt waren. Weißt du so. Und er will das eigentlich gar nicht. Hier ist etwas, das saugt und zehrt an ihm. Der Teufel. Und er lässt ihn nicht los. Er wird das hier nicht los. Es ist wie die Pest, sagt er. Das sagt er hier. Okay. Was haben wir denn noch? Was will er dir sagen? Du und dein Gegenüber, was will er dir sagen? Übrigens, Leute, wenn ihr auch mal mit solchen Sachen zu kämpfen habt, ne? Ich persönlich nehme mir immer den Obsidian, ob als Armband oder Kette, Schutzstein. Kann ich sehr ans Herz legen, jetzt wo ich hier die Farbe schwarz sehe. Obsidian ist nämlich ein schwarzer Stein. Gegen negative Energien, um sich davor zu schützen, auch um Vergangenes zu verarbeiten, Traumata. Ja, so, jetzt schau hin. Was will er dir sagen? Er will wieder bei dir sein. Rebound, wieder zusammenfinden, dich wieder treffen, ja, dir wieder nah sein. Er will dich wieder bei sich haben. Er sagt, ich halte immer noch an dir fest, ob du das glaubst oder nicht, hier, ich halte fest. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich auch nicht extra aus meinem Leben verdammt oder ja. Ich bin ehrlich, hier läuft gerade alles gar nicht so, wie es laufen soll. Und ich habe mich vielleicht auch wie ein Arsch verhalten. Und trotzdem denke ich noch an dich. Und trotzdem hätte ich dich wieder gerne in meinem Leben. Es tut mir leid. I'm sorry. Bei mir ist reinstes Chaos, kommt mir rein. Dieser Mensch, deswegen ist es hier auch der Page. Ja, das ist entweder eine jüngere Energie als du oder aber einfach vom Reifegrad, also so vom. Wie fest steht ein Mensch im Leben? Da habe ich ihn als Pagen, also nicht fest.
Bei ihm sein Leben ist gefühlt Chaos. Er hat Schwierigkeiten, sich auch zu binden oder vielleicht auf was Festes einzulassen, weil er dem nicht gerecht werden kann. Das kommt mir hier rein. Er ist der Page. Zum Beispiel hat er immer nur am Wochenende Zeit für 4 Stunden. Ja? Weil dann hat er noch irgendwie sein Hobby und hat noch irgendwas anderes und in der Woche ist er nur arbeiten. Das ist eine Pagenenergie. Ja? Ein Mann, ein König in dem Sinne, der würde sich kümmern, ja? Würde Verantwortung übernehmen, der würde sich auf was Festes einlassen, der würde das vielleicht unter einen Hut bekommen und, und. Ich habe ihn aber eher in dieser losgelösten Pagenenergie. Ja? Vielleicht hattet ihr auch immer Dates, er vermisst das. Und ich habe es noch gesagt, mir kommt hier wirklich bei diesem Menschen irgendwie so eine Addiction rein. Also so dieses Verlangen nach etwas. Ja, das kann wirklich alles sein. Entweder raucht man was, man konsumiert was, man trinkt was oder Sex spielt eine ganz bestimmte Rolle. Hier ist so eine Dynamik, dass irgendwie was ganz Bestimmtes in seinem Leben ihn sehr tangiert, womit er sich vielleicht auch so ein bisschen ja, ablenkt. Ja. Was noch? Was will er dir sagen? Er will dir sagen, es tut ihm leid und er ist noch bei dir. Ja, falls du denkst, der Mensch hat dich vergessen, nein, er ist noch bei dir, aber er ist halt auch nur der Page, ne? Ja, ach Kinder, ne? Universum. Wir verstehen uns schon. Workaholic. Ich hab's eben gesagt. Erste Karte heute, die gefallen ist und das ist auch die Grundenergie. Er ist bis oben hin zu. Also falls der dir mal gesagt hat, ich habe keine Zeit am Wochenende oder ich habe in der Woche keine Zeit, weil ich noch arbeiten muss, dann kannst du davon ausgehen, dass das die Wahrheit war und keine Ausrede. Also entweder macht ihm hier im Background seine Familie Druck oder sein eigener Ehrgeiz oder aber finanzielle Probleme, der ist am Schucken. Glaub mal, der ist richtig am Schucken, vielleicht sogar irgendwie hat er 3 Jobs gleichzeitig. Der hat den Arsch voll. Glaub mal, wirklich. Workaholic, dass es jetzt nochmal fällt. Ja, aber er muss. Er sagt, er muss. Er hat keine Wahl. Er hat keine Wahl. Bis er da angekommen ist. Entweder ist das dann der Kredit, der abbezahlt wurde. Oder aber die Prüfung, die er bestanden hat. Die Karriereleiter, die er erklommen hat. Ja, der ist schon lange am Kraxeln. Lange, lange, lange. Der hat auch ein ganz bestimmtes Ziel. Welches Ziel, das weiß ich nicht. Aber er hat ein ganz bestimmtes Ziel. Und da, er hat so einen Tunnelblick, kommt mir rein. Deswegen hat er dich links, du standest dann so links oder rechts. Und dich hat er dann ignoriert, weil er in seinem Tunnel war. Das ist die Botschaft. Das will er dir sagen. Wow. Also Leute. Mir kommt hier so eine süße Energie rein. Ich habe das Gefühl, der Mensch ist irgendwie jünger. Oder vielleicht hattet ihr auch so eine Sprache, irgendwie so eine Art Babysprache, sage ich jetzt mal. So eine kindische Sprache, wie ihr miteinander geredet habt. Oder so Insider-Jokes. Das kommt mir rein. Also dieser Mensch hat dich lieb. Und er würde am liebsten mit dir zusammen sein und da im Bett liegen und rumknutschen und dich bei sich haben, bis ihr beide alt seid. I want to lay with you until I'm old. Übrigens, Leute, ich habe jetzt auch einen englischen Kanal, wo ich Tarot lege, für meine englischsprachigen Zuschauer. Wenn ihr da Lust drauf habt auf noch eine Botschaft am Tag, schaut da gerne mal vorbei. Wenn du nur wüsstest, wie wunderschön du bist. Ich habe das Gefühl, diese Person hat es dir damals schon gesagt, aber nicht oft genug gesagt. Also optisch, eieiei, optisch kannst du dir sicher sein, bist du genau sein Typ. Deine Haarfarbe, deine Augen, dein Lächeln hat was ganz Besonderes, deine Energie. Also optisch, oh, der kann nicht genug von dir kriegen. Wirklich, er kann nicht genug von dir kriegen. Merkt ihr das, was für eine süße Energie hier reinkommt? Und das ist das. Schaut euch das jetzt an. Hier liegt das Sinnbild. Hier liegt die Hauptenergie der Legung. Das will er dir sagen. Ich will das und ich will das. Und was stellt sich dazwischen? Die Arbeit. Dieses zu beschäftigt sein, hier irgendwie mit irgendwas anderem, so Verbindlichkeiten kommen hier rein. Ich sehe auch Verträge, ich höre Bau, Hausbau, Ehe, also so Verträge, Unterhalt, Sorgerecht und so weiter. Das stellt sich hier zwischen. Das ist hier wie eine Blockade zwischen diesen Energien. Merkt ihr das? Das ist Wahnsinn. Ich finde das so bezeichnend, weil das ist die Energie. Ach, Leute.
Gut. Energetisch. Was will die Person dir sagen? Was sollst du wissen? Welche Energie ist hier relevant von seiner Seite? Klare Botschaften bitte. Klare Botschaften. Welche Energie darf ich weitergeben? Welche Energie soll transportiert werden? Was ist hier wichtig von seiner Seite aus gesehen? Was sollst du wissen? Wovon sollst du wissen? Der Stern bzw. die Sterne, er ist am Heilen. Hier ist Hoffnung, ja? Dieser Mensch ist auf Kurs, höre ich. Dieser Mensch war vielleicht lange lost, also verloren. Dieser Mensch ist vielleicht wirklich mit seinem Schiffchen immer wieder so auf hoher und tiefer See rumgeschippert, ja? Vielleicht auch wirklich einfach verloren, kommt mir rein, ohne ein wirkliches Ziel. Dieser Mensch ist jetzt wieder auf Kurs. Die Sterne. Er hat jetzt hier quasi wieder das Ruder in der Hand, ja? Er weiß jetzt wieder, wo der Weg ist. Die Sterne stehen auch für die Heilung, meine lieben Freunde. Ja? Und ich habe vorhin, wie gesagt, reinbekommen, dass dieser Mensch so einen Hang hat zu irgendetwas. Irgendwas wird so übermäßig konsumiert, vielleicht auch übermäßig gegessen oder irgend so eine Angewohnheit. 17:17 bei mir auf dem Timer. Die Sterne. Und was mir noch reinkommt, am Ende des Tages sind wir alle unter demselben Stern. Und das seid ihr. Er sagt, egal was hier ist, er hat dich nicht vergessen. Und ich habe das Gefühl, er hat das auch nicht unbedingt so böswillig gemeint, weil er sagt, nee, mit der nicht. Sondern ich habe das Gefühl, sein Schiff, als wäre er so in so einem Sturm gewesen. Der hat sich einfach verirrt. Aber er ist wieder auf Kurs. Diese Sache hier, der Teufel, diese Energie bringt ihn komplett aus dem Konzept. Komplett. Hört in euch hinein, was auch immer das ist, aber es bringt ihn durcheinander. Okay, jetzt hätte ich ganz gern noch eine Tendenz zum Thema. Was sollst du wissen? Botschaft von ihm, 18:18 auf dem Timer. Was sollst du wissen? Die Person, die mir jetzt gerade zuschaut, abonniert übrigens gerne meinen Kanal, Leute, wenn ihr am Start seid, wenn ihr neu dabei seid und ihr sagt, yo, gefällt mir. Ich finde, man muss ja auch immer einen Tarotleger finden, der zu einem passt. Also ich kann mir auf keinen Fall von jedem die Tarotlegungen anschauen. Ich finde, das hat immer ganz, ganz viel mit Resonanz zu tun. Entweder das passt oder das passt nicht. Deswegen manchmal, wenn ihr irgendwer kommentiert auf meinem Kanal, ein Fremder, kannst du bitte die Karte so und so deuten? Da schreibe ich mal ganz freundlich, kannst du, also nee, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber dann such dir gerne einen anderen Tarotleger, dann passt es einfach nicht. Und es ist auch gar nicht schlimm. Ich finde, es muss auch immer gar nicht passen. Ja, man muss nicht alles mögen und ja, nicht alles ist kompatibel, das ist halt einfach so auf der Welt. Der eine isst gern Käsekuchen und der andere nicht. So, man hat ja den freien Willen, ne? Deswegen, wenn er sagt, jo, passt, Sunny, fühle mich wohl hier, geh in Resonanz, dann lass gerne ein Abo da. So, und da haben wir so auch schon die Energie. Dieser Seufzer, ich habe das Gefühl, so geht es ihm oft. Ich kriege auch rein, dass er an einem bestimmten Ort sitzt. Das kann irgendwie draußen sein, auf seinem Balkon kommt mir rein, auf so einer bestimmten Parkbank oder so ein Ort, wo ihr manchmal wart. Der sitzt dann da alleine und dann ist so. Oh. Dann hat er so einen 12-Stunden-Tag hinter sich. Dann denkt er nach und denkt sich, boah, irgendwie macht doch alles gar keinen Sinn. Irgendwie, warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum? Und vor allen Dingen, was habe ich mir verwehrt? Alles für diese Arbeit, alles für diese eine Sache? Wo bleib ich denn auf dieser ganzen Strecke hier? Wo bleib ich? Ich irre hier rum, aber ich will jetzt mal wieder Kurs aufnehmen. Ja, ich will da lang schippern mit meinem Schiff, wo es mir gefällt und nicht, wo Kapitän Louis sagt, jo, da müssen wir heute hin. Was mache ich hier eigentlich? Schipper ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Wo bin ich gelandet?
Was mache ich hier eigentlich? Das sind die Gedanken und mein Stimmungsring. Leute, schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Bin hier ein bisschen am Schwitzen, aber ist nicht schlimm. Übrigens, der ist wieder zurück. Der war ja gestern und vorgestern ausverkauft. Leute, ich habe E-Mails bekommen ohne Ende. Der ist wieder zurück. Da gelten auch die 20% drauf. Aber ich finde das so wunderschön. Schaut euch das an, diese Symbiose jetzt gerade. Dieser Mensch ist wieder auf Kurs. Ich habe das Gefühl, er erkennt langsam, in was für einer Situation er hier ist. Was will er dir sagen? Vollmondnacht, liege wieder mal wach, kann nicht schlafen wegen dir. Ich denke an dich. Ein blaues Kleid kann eine Rolle spielen. Generell die Farbe Blau. Die Farbe Blau sticht uns ja hier nun wirklich ins Auge, ja? Blau ist vielleicht seine Lieblingsfarbe. Blau, vielleicht irgendeine Uniform, eine Arbeitskleidung, die getragen wird. Blaues Auto, blaues Handy. Blau, 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 blüht der Enzian. Nein, aber die 4, die 5, die 45 könnte eine Rolle spielen. Fakt ist, dieser Mensch, der guckt wirklich, ich habe ihn, das habe ich eben schon reinbekommen, der guckt oft nach oben in den Himmel. So wie man das so macht, man schweift so ab in Gedanken und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich hier gelandet und warum bin ich hier gelandet? Ich habe so ein bisschen Selbstmitleid. Dieser Mensch hat so Selbstmitleid und denkt sich, wieso, wieso? Wann komme ich denn endlich mal an? Für wen mache ich das hier eigentlich alles? Wie konnte ich denn das hier aufs Spiel setzen und wie gern hätte ich sie wieder bei mir? Das hier spielt so eine große Rolle in seinem Leben aktuell, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was will er dir sagen? Was will er dir sagen? Eine Botschaft explizit jetzt mal für dich. Denk jetzt mal an diese Person. Was will er dir sagen, wenn er jetzt könnte, wenn er sich trauen würde? Was will er dir sagen? Ich versuche es zu verstehen. Ich versuche dahinter zu kommen. Ich versuche mich selber zu verstehen. Ich weiß, du bist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich fragst, warum? Warum? Du hast gespürt, was da ist von meiner Seite und trotzdem habe ich mich so verhalten und du fragst dich, warum? Warum hat er das gemacht? Warum? Hat er das nicht gesagt oder warum hat er das gesagt? Glaub mir, ich versuche selber dahinter zu kommen. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Ich bin an einem Punkt, wo ich als Kapitän die Kontrolle über mein eigenes Schiff verloren habe. Und ich bin gerade dabei zu reflektieren, wie es so weit kommen konnte. Ich bin gerade dabei, einfach mich selbst wieder zu finden, mich selbst zu behaupten. Wieder ich selbst zu sein, weil das, was du da zuletzt von mir gesehen hast, das bin ich eigentlich nicht. Das war mein minderes Selbstvertrauen, was aus mir gesprochen hat. Minderes Selbstvertrauen. Ich fühle mich nicht gut genug für dich. Da, wo ich bin, wie ich fühle mich elend. Wenn du in mich reingucken könntest, ich habe so gut wie es geht alles vor dir verheimlicht. Ich habe so gut wie es geht versucht, eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und mir ist klar, du hast es manchmal gemerkt. Du hast es mir angemerkt. Weil für manche Dinge war ich einfach zu schlapp, um sie zu verbergen. Ob es in meiner Wohnung war, ob es an mir äußerlich der Fall war. Die Art und Weise, wie ich mich dir gegenüber verhalten habe. Ich fühle mich einfach, als wäre ich als würden 20 Säcke Blei auf mir liegen. An dem Punkt bin ich gerade in meinem Leben. Nur Hochleistung wurde von mir gefragt. Die ganze Zeit. Power, Power. Eine Aufgabe nach der anderen. So viele Herausforderungen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich jage irgendeiner Illusion hier hinterher, die mich einfach nur fertig macht und mir alles nimmt im Leben, was mir Freude bereitet. Es nimmt mir die Lebenslust und dazu gehört es auch du. Du
als du da warst, das war die einzig schöne Zeit. In der Zeit habe ich mich mal wieder lebendig gefühlt. In der Zeit habe ich überhaupt mal wieder was gefühlt. Das war die Zeit. Und was habe ich gemacht? Ich habe dich fallen gelassen. Ich wollte der Stärkere sein. Ich wollte die Oberhand behalten. Und ich muss schlucken, wenn ich daran denke, weil es war dumm von mir. Da hat mein Ego gehandelt. Mein Ego wollte mir selber irgendwas beweisen. Mein Ego wollte sich vor dir auch nicht klein machen und zugeben, wie es mir wirklich geht. Ich liebe dich. Ich weiß aber nicht, wie sich diese Gefühle auf mein Leben auswirken würden. Was ist, wenn ich diese Gefühle zulasse? Was ist, wenn ich es zulasse, dass du mich an meinem wundesten Punkt berührst? Was ist, wenn ich mich darauf einlasse, was mein Herz mir sagt? Was ist dann? Ich weiß nicht, das bringt so viel Verantwortung und so viel Veränderung mit sich. Das ist irgendwie, es ist sowas Schönes, aber es irgendwie stellt es ein Riesenproblem für mich dar. Ich habe das Gefühl, mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Aufmerksamkeit, mir fehlt dieser Elan, das alles mit dir zu handeln. Und dann denke ich mir, oh, gehe einfach aus dem Weg. Und ich denke mir auch, ich gehe dir aus dem Weg, um dich nicht zu verletzen. Dabei verletze ich dich wiederum. Dabei will ich das gar nicht. Ich will dich schützen vor meinem miserablen Leben und dem Abgrund, vor dem ich hier selber stehe. Soll ich dich hier mit in die Wellen reißen? Glaub mir mal, mein Leben ist die einzige Schifffahrt. Hoch und runter, hoch und runter. Dir würde einfach nur übel werden. Soll ich dich damit reinreißen? Du bist viel zu schön, wenn du wüsstest, wie schön du bist, wenn du wüsstest, wenn du dich einen Tag aus meinen Augen sehen könntest, wenn du wüsstest, was ich über dich denke. Du würdest mir das nicht glauben. Du würdest es mir nicht glauben, weil ich mich komplett anders verhalte. Und du wüsstest, was in meinem Kopf vorgeht, wie ich dich sehe. Ich liebe dich, ich habe Gefühle für dich, aber ich bin zu unsicher. Da bin ich, die Sunny. Das war sehr intensiv und das ist gerade einfach durch mich durchgeflossen. Das war die Botschaft von deinem Gegenüber. Das war das heutige Reading und so lassen wir es stehen. Leute, fühlt euch von mir gedrückt. Ganz, ganz, ganz dolle. Ich würde mich von Herzen freuen, wenn ihr mir ein Abo schenkt, wenn ihr sagt, yo Sunny, das gefällt mir hier auf deinem Kanal, weil dann wächst unser Team Sunshine. Ich habe jeden einzelnen von euch so lieb. Ich weiß euch so sehr zu schätzen. Macht euch ein paar schöne Stunden und ja, wir sehen und hören uns morgen zu unserem Daily Date. Leute, haltet die Ohren steif und niemals vergessen, always smile and shine.